Hallo, 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 einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Sonntagabend, Seelenfreude-Challenge, Tag 7. Etwas verspätet, aber ich bin auch da. Sorry für die Verspätung, mal schauen, ob überhaupt hier noch jemand live ist am Sonntagabend oder ob ihr alle schon in den Bettchen liegt und auch euch auf den Montag, auf die kommende Woche vorbereitet. Ja, sorry für die Verspätung. Ich hatte noch einen Live-Call heute Abend mit der Gruppe. Das hat länger gedauert als geplant. Hallo, liebe Adelind. Es war nur so eine anderthalbe Stunde vorgesehen und hat dann 2 Stunden gedauert. Und mein wunderbarer Mann hat inzwischen Essen vorbereitet. Da konnte ich nicht widerstehen und jetzt erstmal noch mit ihm gemeinsam. Unser Sohn hat uns noch Gesellschaft geleistet. Noch zusammen was zu essen. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, kurz nach 10. Ja, geht gerade noch. Sonst hätten wir es ausfallen lassen heute. Aber ich bin da, du bist da, liebe Adelind. Schenk mir doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich auch weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin hier. Und ja, dann wollte ich was mit dir teilen, was so mein Gedanke war zur heutigen Seelenfreude-Challenge. Was ich dir für diese Woche mit auf den Weg geben möchte, kleine Aufgabe, und zwar Zeit mal ganz mit dir alleine zu verbringen. Und damit meine ich wirklich ganz mit dir alleine. Wirklich nur du und sonst niemand. Das ist so etwas, was ich insbesondere so bei Frauen immer wieder beobachte, dass wir Frauen oftmals glauben, so ganz mit uns alleine zu sein. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber wir haben oftmals so irgendein Gen in uns, das uns glauben lässt, wir müssen immer mit anderen zusammen sein. Das fängt schon damit an, alleine mal Sport zu treiben, laufen zu gehen, alleine spazieren zu gehen, auch alleine was essen zu gehen, sich alleine gut gehen zu lassen oder ja, in die Sauna zu gehen, ins Schwimmbad zu gehen, also wirklich ganz alleine etwas zu machen. Das ist etwas, was ich oft so gerade bei Frauen beobachte, dass Mann oder dass Frau da immer lieber gerne zu zweit was macht oder dass immer noch andere dabei sein müssen sollen, wie auch immer. Und deshalb möchte ich dich mal dazu animieren. Hallo, lieber Tino. Ich habe gerade überlegt, hier steht Tina oder Tino da. Wenn du nämlich mal dir bewusst, und dazu möchte ich dich für die Woche mal einladen, das wäre so eine kleine Aufgabe, was ich dir mit auf den Weg geben möchte für diese Woche im Rahmen dieser Seelenfreude-Challenge. Wenn du dir Zeit nimmst, nur für dich alleine und nur für dich alleine dann wirklich bist. Sei es, dass du in den Wald gehst, in die Natur, oder sei es, dass du dich einfach zu Hause auf den Sessel hockst und mal wirklich gar nichts machst, nur mit dir alleine dich beschäftigst. Oder sei es, keine Ahnung, dass du dich auch irgendwo in Café oder was hockst, aber da auch nur mit dir alleine bist und wirklich mal dich mit dir alleine beschäftigst. Und sonst nichts machst. Weil du dann einfach erstaunlich in die Tiefe kommen kannst. Natürlich nicht nur bei einem Mal, sondern wenn du es dann auch regelmäßig machst. Was so die Dinge, die Themen in dir sind. Nicht nur die, die gelöst werden wollen, die geändert werden wollen, sondern dass du dich selbst wirklich mal kennenlernst. Weil solange wir immer die Gegenwart von anderen Menschen suchen, solange sind wir immer, immer, immer in der Ablenkung. Und ich weiß, es ist für viele eine ganz große Herausforderung, mit sich selbst alleine, wirklich ganz alleine mit sich Zeit zu verbringen. Und
Ich kann dir einfach aus eigener Erfahrung sagen, wie wertvoll das ist. Und zwar, es ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, da habe ich mir eine Auszeithütte gemietet, war da im Allgäu, auch in einem Bereich, wo wirklich WLAN, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, wie es inzwischen ist, weiß ich nicht, aber nicht verbreitet war. Du hattest halt auch keine Internetverbindung in dem Sinne dort mitten im Wald. Ich war wirklich mitten im Wald, fernab von allem. In einer kleinen Hütte, da gab es nur ein Bett, einen Ofen, mit dem ich heizen konnte, einen Tisch und einen Stuhl stand in dieser Hütte und ein kleines Regal, um die Kleider halt hinzumachen. Auf der Terrasse war dann eben ein Solarkanister für die Katzenwäsche zu machen und eine Außentoilette, eine Komposttoilette quasi, sonst nichts. Und ich habe mich da eine Woche lang aufgehalten, habe gefastet. Ich hatte weder was zum Hören dabei, also kein MP3-Player, kein Handy, kein Computer. Ich hatte nichts zum Schreiben dabei, auch kein Buch zum Lesen, gar nichts, sondern nur ich selbst, die Kleider, die ich dabei hatte, Kerzlein zum Anzünden und ja, für die ersten 3 Tage frisch gepresste Säfte, weil es nachts schon so kühl war, dass ich die gut auf der Terrasse hinstellen konnte, damit die sich einfach kühl gehalten hatten und ich so 3 Tage Saftfasten machen konnte. Und ja, in der Nähe gab es eine Quelle, wo ich mich dann eben mit frischem Quellwasser versorgt hatte. Ich hatte auch eine Uhr hatte ich dabei. Ich wollte mich auch so komplett ohne Uhr dadurch diese Zeit bewegen. Aber das habe ich dann doch nicht ganz geschafft, sondern die Uhr habe ich dann aus meinem Rucksack doch geholt und habe sie aufs Regal gestellt und habe dann da doch ab und zu drauf geschaut, um mich ein bisschen zu orientieren von der Uhrzeit her. Also nicht nur nach dem Sonnenstand zu richten. Und ich kann dir sagen, das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, wo ich an ganz viele Dinge herangekommen bin, die bis dato in meinem Unbewussten noch vergraben waren. Und es war auch eine herausfordernde Zeit dahingehend, dass die Tage, wenn du wirklich nichts zu tun hast, wenn du nichts machst, wenn du keine Ablenkung durch soziale Medien hast, wenn du kein Handy hast, wenn du nichts zu lesen dabei hast, auch nichts zum Schreiben, gar nichts. Und auch nicht Kontakt hast zu anderen Menschen, weil ich war da total alleine im Wald in dieser Hütte, dann haben die Tage gefühlte 72 Stunden und die Nächte gefühlte 144 Stunden, um es jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und das war eine ganz spannende Zeit, wo ich aber ganz, ganz viele wertvolle Informationen bekommen habe, die mich letzten Endes wieder auch die nächsten Schritte haben gehen lassen. Ich habe, als ich dann nach Hause gekommen bin, mir wohl so über die einzelnen Tage noch mal ein paar Notizen gemacht. Da ist ja auch ein Buch entstanden, Auszeit nennt sich das, für mutige Frauen und solche, die es werden wollen. Wenn ich das jetzt noch mal machen würde, dann würde ich mir schon ein Tagebuch mitnehmen, um tagsüber mir Notizen zu machen, um das noch mal ein bisschen verfeinerter festhalten zu können, um einfach ein zweites inspirierendes Buch daraus entstehen zu lassen. Aber das hatte ich ja nicht vor. Ich habe nur einfach während dieser Zeit gemerkt, wie viele wertvolle Erkenntnisse ich da bekomme von mir selbst, über mich selbst und was für Entwicklungsschritte ich da machen konnte, sodass mir im Nachhinein eigentlich dann erst die Idee gekommen ist, Mensch, schreib ein Buch drüber, ein Büchlein, um andere Menschen einfach da zu inspirieren, wie dich zum Beispiel. Und jetzt musst du aber nicht unbedingt jetzt gleich in eine Auszeithütte gehen und schon gar nicht dich deinen Ängsten stellen, die ja damit unter Umständen einfach auch verbunden sind, so mitten im Wald alleine zu sein. Und es gab auch keinen Strom in dieser Hütte, also nichts. Ich hatte dann abends, wenn es dunkel wurde, wirklich nur die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Weil auch rundum war ja dann alles dunkel. Wenn du irgendwo in einem Dorf bist oder in der Nähe vom Dorf, siehst du ja, auch wenn draußen Dunkelheit herrscht, immer mal noch Lichter draußen. Und das war da nicht. Da war es finster, da war dunkel, nix, gar nichts. Schwarz, black.
So, jetzt musst du dich nicht unbedingt gleich dieser großen Herausforderung stellen. Aber ich würde dich dazu einladen. Schau mal diese Woche hier. Vielleicht auch gerne mal, nicht nur einmal, sondern vielleicht so zwei, dreimal, wo du dir bewusst in deinen Kalender Zeit einträgst. Und wenn es nur mal eine halbe Stunde ist, wenn es nur zwei, dreimal wirklich nur eine halbe Stunde ist, wo du nur Zeit mit dir alleine verbringst. Sei es, dass du dich einfach mal hinhockst auf den Sessel, nichts hören, einfach nur da bist, nichts lesen, nichts notieren, einfach nur da bist. Einfach mal vielleicht deine Gedanken beobachtest und deinen Atem beobachtest und sonst nichts. Du kannst die Augen offen halten, du kannst schließen, was auch immer, aber einfach nur da sein. Oder eben einfach mal alleine spazieren gehen. In den Wald, in die freie Natur. Da vielleicht allenfalls dich mit den Bäumen unterhalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber ich kann dir sagen, das mache ich heute immer noch, gerade wenn ich irgendwie mit was hänge oder nicht weiterkomme. Zur jetzigen Jahreszeit warm einpacken, ab geht's in den Wald. Und dann komme ich immer wieder mit neuen Inspirationen nach Hause. Aber auch da geht es darum, ohne Erwartungshaltung einfach zu sein, sondern einfach die Zeit mit dir alleine zu verbringen. Und dann wirst du staunen, was da an Informationen zu dir fließt, wie du an Muster rankommst, wie du Impulse bekommst, wie du Ideen bekommst, wie keine Ahnung, was auch immer so in dein Bewusstsein kommt, was dich dann wiederum den nächsten Schritt entweder machen lässt oder dir Ideen dazu gibt, was der nächste Schritt ist, um deinen Seelenplan näher zu kommen oder wie auch immer. Also in diese Richtung. Und ich weiß, es ist wirklich eine Herausforderung, so mit sich alleine zu sein, sich selbst so gegenüberzustehen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit sich alleine Zeit zu verbringen. Und sich von nichts und niemandem von außen in der Richtung, hallo liebe Karin, Impulse zu holen, geschweige denn ablenken zu lassen. Ich kann jetzt hier auch viel davon schwärmen. Greifbar wird es für dich natürlich erst, wenn du es wirklich mal machst. Und fühl dich dazu eingeladen, da jetzt für diese Woche mal so zwei, drei Termine einzutragen. Eine halbe Stunde Zeit, dir nur mit dir alleine zu gönnen. Sei es in der Natur, sei es zu Hause oder sei es auch nur bei dir hinterm Haus, wo du dich warm einpackst, dir einen Stuhl holst und dich da einfach mal hinhockst und nur mit dir alleine Zeit verbringst. Und dann beobachte mal deine Gedanken, beobachte mal, was es alles in dir denkt, beobachte mal, welche Impulse zu dir fließen, welche Ideen zu dir fließen. Das sind ja alles Dinge, die du dann nachher zu Papier bringen kannst. Aber zunächst geht es einfach nur mal darum, mit dir selbst zu sein. Okay? Das wäre so meine Inspiration zur Seelenfreude-Challenge, zur Freude für deine Seele und für dein Herz für diese Woche. Und dann sehen wir uns morgen nochmal. Ich gehe mal von aus, morgen nochmal pünktlich um 21 Uhr. Hab noch einen wunderschönen Abend, einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.